Bergleute haben so ein bisschen einen eigenen Humor, also muss ich da jetzt ein bisschen aufpassen. Aber vielleicht eine Sache, unter Tage, das Gute war, man ist ja schon mal in Gedanken oder mancher hat eine bessere oder eine größere Qualifikation, Schulausbildung, wie auch immer. Es muss auch Menschen geben, die vielleicht nicht so. Und zum Beispiel einen hatte ich früher mal gehabt oder einen Arbeitskollege. Der hat sich wirklich mal die Schuhe verkehrt rum angezogen, ist nach 1,5 Kilometer Fußweg unter Tage, hat er zu unserem oder zu meinem Arbeitskollege damals gesagt, der hat uns das später erzählt. Ach, Robert, mir tun die Füße so weh heute. Und unser Vorarbeiter, Arbeitskollege, der uns das erzählt, der sagte dann, oh Mann, dann habe ich zu ihm natürlich geguckt und habe zu ihm gesagt, Wolfgang, zieh mal deine Schuhe aus. Dann hat er die Schuhe ausgezogen. Nimm mal jetzt, wechsel mal die Schuhe und zieh die nochmal an. Das hat er auch gemacht und dann hat er ihn gefragt, und ist jetzt besser? Ach, Robert, jetzt ist besser. Jetzt tun mir die Füße nicht mehr weh. Muss es auch geben. Oder einen haben wir mal gehabt, der hat einen recht kurzen Arbeitsweg gehabt vom Schacht. Und irgendwo war das dann für ihn normal gewesen. Der hatte also seinen Weg gehabt, einige hundert Meter nur vom Hauptschacht entfernt. Der musste zwei, dreimal so einen leichten Schlenker machen, links rum eine Kurve, so eine andere Strecke gehen. Und natürlich auch auf dem Boden haben wir unter Tage Gleise. Das fahren ja Fahrräder und Züge. Also der musste die erste, zweite, dritte Weiche, musste er, die Weiche, die links lag, musste er nur lang gehen. Und nach ein paar Meter war der in einer Ausgabe. Der hat Werkzeug und sowas Material ausgegeben. Und manchmal, dann, er wurde schon mal geärgert, dann haben einige Arbeitskollegen ihm die Weiche für geradeaus gestellt. Und mittags mussten wir ihn dann suchen. Er lief wirklich dann geradeaus. Ne? Also, naja. Ja, das glaube ich. Oder eine Geschichte, weiß ich nicht, ob die hier so hinpasst, aber gut, ist ja nun mal so. Unter Tage gibt es sehr viele Mäuse. Und wir nehmen ja immer eine Knifte mit. Das ist unser Butterbrot in der Arbeitstasche. Und da muss man natürlich darauf achten, dass die Mäuse da nicht hochkrabbeln und die Knifte wegholen. Und da wir so viele Mäuse haben, bei vielen Bergleuten, wenn die dann zu einem Bergwerk neu hin verlegt werden, dann werden die schon mal in der Regel oder sehr häufig gefragt, hast du Angst vor Mäuse? Meistens sagen die Bergleute nein, stimmt ja auch so. Seltenerweise hat man dann einen dabei, der doch mal vielleicht Angst vor Mäusen hat. Und das geht dann sofort wie ein Lauffeuer hinten rum. Man weiß ja, wo der dann hin muss in der Arbeit, wird natürlich gefragt. Und dann geht er in der Arbeit. Sehr viele Bergleute ziehen sich also natürlich die Arbeitssachen aus, Arbeitswerk und so, weil es so warm ist. Und zufälligerweise gehen wir dann natürlich bei ihm vorbei und wir haben da schon zwei, drei Mäuschen gesammelt und machen ihm dann die Taschen voll. Und wenn er dann mittags seine Arbeitsjacke anzieht, dann haben wir natürlich unseren Spaß dann.